Leute, willkommen bei Tupac VR. Heute möchte ich mit euch Boxing Apocalypse zocken. Ja, das ist ein Indie-Box-Game. Also ich habe es auch noch nicht gespielt. Wir sind hier in irgendeinem Gefängnis oder so. This is not real steht hier. Hier kann man Eis mitmachen. Ich weiß nicht, ob man hier sich irgendwann mal Waffen dran bauen kann. So sehen, glaube ich, unsere Charaktere aus. I must take this heart, okay? I'm in hell. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hier kann man zwischen Kampagne und Multiplayer aussuchen. Ich möchte jetzt erstmal die Kampagne zocken oder euch zeigen. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich bin gespannt, wie es ist und wie ich klarkomme. Ja, dann viel Spaß! Was ist das jetzt hier? Easy und normal. Wow, das sieht natürlich krass aus. Das sieht geil aus. Okay. Hier wurden wir wahrscheinlich dafür vorbereitet. Okay, wir sind in so einer komischen, Arena. Dann fangen wir mal an. Mal gucken, wie viel Platz ich habe. Kommt unser erster Gegner? Oder mehrere Gegner? Die sind wohl riesig, die Viecher. Der hat einen Uppercut gekriegt, ja. So, den hat's zerschmettert. Nächster. Blöd, dass man sich nicht bewegen kann. Okay, auch ein neues. Ich möchte meine Hände wieder haben. Das weiß ich nicht, was das soll. Okay. Oh Mann. Was jetzt? Hä? Okay. Die Musik ist extrem laut. Score 324. Komische Arena sind wir hier. Nur halbe Zombies. Oh. So, bam! Nächste. Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen. Ging schnell. Also easy gefällt mir. Bei normal hatte ich schon fast gar keine Chance. Also easy ist jetzt ein bisschen zu leicht, finde ich fast. Aber vielleicht wird es ja noch schwerer. Jetzt zerreißen wir die Typen ja nur so. Links, rechts, links, rechts.
links, rechts. Werden die mal kleiner hier oder was? Da muss schon mal ein größeres kommen. Also mit den Dingern kann ich gar nichts machen. Jetzt kommen hier schon zwei. Das Gute ist, dass man sich nicht bewegen kann. Und dadurch ist die Gefahr sehr gering, gegen die Wand zu hauen. Machen wir wieder hier eine Links-Rechts-Kombination. Mann, ihr habt hässliche Fressen. Round 2. Okay. Also man sieht hier die Lebensbalken, finde ich beim VR-Spielen nie irgendwie gut. Ist natürlich schön, dass man weiß, wie viel die noch haben. Aber nimmt einen die Immersion, finde ich. Komm jetzt. So, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Links, rechts, links. Uppercut. Und von oben. Boah, den haben wir doch mal so den Kopf weggenommen. Okay, 1198 Punkte. Okay, ich guck ganz kurz, wo ich im Raum stehe. Okay, so. Ich würde sagen, wir probieren einmal Multiplayer, danach höre ich aber auch auf. Campaign Multiplayer. Kann ich jetzt irgendwie. Also, ich kann mit den Pfeiltasten nichts machen. Oh. Nochmal Play. Multiplayer. Gender. Ja, ist okay, wir belassen erstmal Armor. Ja, wir bleiben. Matchmaking-Status. Fine Match. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hätte was aussuchen können. Also, die Sticks haben keinen Einfluss gehabt. Bewegen kann ich mich ja auch nicht. Mal schauen, wie lange man hier warten muss, dass man einen Gegner findet. Und wie das dann abläuft, weil man bewegt sich ja nicht, man steht ja nur auf der Stelle. Ja Leute, das war's. Also, ich habe jetzt längere Zeit auf einen Gegner gewartet, da kommt nichts. Ja, was soll ich sagen? Also so echt cool gemacht, wenn man hier in der Zelle sich umguckt und ist irgendwie, ja, coole Atmosphäre.
wenn man die Kampagne startet und man sieht sich da auf dem Tisch liegen und die Aliens bearbeiten einen da gerade, das sieht auch echt cool aus und ja, atmosphärisch echt cool gemacht. Aber das Boxen jetzt hat mich jetzt nicht so umgehauen. Also mein Fall war es jetzt nicht. Es ist auch wieder ein Early Access wie fast jeder VR-Titel leider. Und da muss man echt abwarten, was die Entwickler da noch machen. Ich bin gespannt, ob es sich noch tierisch verbessert. Also es hätte auf jeden Fall Potenzial, aber ja. Ich hätte gerne den Multiplayer jetzt getestet für euch, um mal zu sehen, wie das funktioniert. Aber ja, ich habe jetzt keine Lust, hier stundenlang zu warten, bis ich hier einen Gegner finde. Macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick in das Spiel gewinnen. Ja, wenn ihr meinen Kanal abonnieren wollt, könnt ihr das jetzt tun. Hättet ihr auch vorher schon machen können, natürlich. Aber jetzt ist noch die Gelegenheit dazu, also ergreift sie. Genau wie ich jetzt die Gelegenheit ergreife, hier Schluss zu machen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.